Nördlich vor den Toren Bordeaux sieht man Rippstöcke soweit das Auge reicht. Freund Bacchus fühlte sich im Paradies. Schwer hängen Ende August die Reben und warten auf die Ernte. Wir befinden uns auf dem biologischen Weingut Klos Mehngraferiau in Saint-Vivien-de-Blé. Der Erntetraktor dominiert das Weingut wie eine fette Spinne. Neben der Ver- und Entsorgung bekommt man hier Strom. Auffahrklötze sind zu empfehlen. Wer hierher kommt, kann sich die Produktion anschauen und den Alltag eines Weinbauern erleben. Mit einer Weinverkostung kann man sich vor Ort von der Qualität des biologischen Weins überzeugen. Der Tag eines Weinbauern gestaltet sich vielfältig und manchmal muss hier schweres Gerät ran. Kurz vor der Ernte dominiert die Arbeit am Hof das Leben. Die Weinfelder laden zu langen Spaziergängen ein. Wer mit offenen Augen geht, findet hier Brombeeren, Minze, Feigen und Pfirsiche. Man erhält Einblick in die französische Gartenkultur, welche lange Tradition hat. Allerorts findet man ebenfalls Zeugnis des traditionellen Weinanbau. In den kleinen Dörfern spürt man nichts von der Hektik der großen Städte. Die kleinen Straßen zwischen den Weinfeldern bieten sich zu ausgiebigen Radtouren an. Einen weiteren Stellplatz findet man in der Nähe neben einer Kirche. Hier wird außer einem kleinen Weiher nichts weiter geboten. Dafür findet man bei der Kirche einen kleinen Friedhof, welcher die Verehrung der Ahnen aufzeigt. Den Helden der beiden Weltkriege ist ein Denkmal gewidmet. Circa 500 Meter von dem Stellplatz findet man in La Fosse die Englese Roman. Leider kann man diese nur von außen betrachten. Entschädigt wird man durch die herrlichen Pflanzen, die hier am Platz wachsen. In der Umgebung gibt es reichlich Natur zu entdecken und erleben. Die Architektur der alten Häuser, welche hier oft Jahrhunderte alt sind, runden das Bild der Weinkultur ab.